Hallo, ich grüße euch nun zum Teil 14, wo wir uns jetzt mal intensiv mit der Wahlbenachrichtigung befassen. Also, welche Bedeutung hat die Wahlbenachrichtigung? Wir haben im Teil 13 ja schon mal erklärt, dass niemand die Staatsangehörigkeit im Sinne des Grundgesetzes 116.1 haben kann, weil die Rechtsgrundlage auf eine gesetzliche Regelung aus dem Nationalsozialismus zurückgreift, deren Anwendung verboten ist. Ich hatte in den vorhergehenden Teilen auch erklärt, warum und wieso das ist. Und zwar hängt das mit dem Ermächtigungsgesetz zusammen, was auf unrechtmäßige Weise zustande gekommen ist. Und das war auch die erste Rechtsordnung, die die Alliierten gestrichen hatten. Es gab da sogenannte Chefgesetze. Bei einem letzten Teil war nicht ganz deutlich, wie es geschrieben wird. Also wenn ich sage Chefgesetz, meine ich SH AEF, Chef gesprochen. Und wenn ich von der Personaleigenschaft rede, da ist eine Chefanweisung, das was hier ist, auch unter Chefbefehl mit CHEF. Ja, das ist in dem letzten Video ein bisschen falsch rausgekommen. Also ich unterscheide das. Ne? So, dass das zufällig gleich gesprochen wird oder ähnlich gesprochen wird, ist nun mal leider so. Gut, also die Wahlbenachrichtigung sagt, es würde jetzt eine staatliche Wahl anstehen und zu dieser Wahl seid ihr angeblich wahlberechtigt. Da muss ich überlegen, staatliche Wahl? Wie jetzt? Der Staat ist definiert über das Staatsangehörigkeitsgesetz. So, das ist in jedem Land so der Welt. Jedes Land hat irgendein Staatsangehörigkeitsgesetz. Auch die Bundesrepublik hat ein Staatsangehörigkeitsgesetz, auch wenn es nicht gültig ist. Also man kann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, es ist gefälscht, weil das Ausfertigungsdatum in die Kaiserzeit zurückweist auf eine Bootsfahrt, wo der Kaiser das kaiserliche Staatsangehörigkeitsgesetz ausgefertigt hat. Und da ist niemand vom Bundeskanzleramt dabei gewesen und mitgefahren. Niemand, der hätte dafür unterschreiben können, weil die Bundesrepublik zu dieser Zeit noch Käse im Schaufenster war. Ne? Die wurde ja erst 1947 oder 1949 irgendwie gegründet. Also ist eine juristische Unmöglichkeit und man will uns also einreden, dass das Bundeskanzleramt über die Möglichkeit von Zeitreisen verfügt und die Wahrscheinlichkeit, dass es damit gemacht wird, ist einfach deutlich geringer, als dass es einfach nur eine Fälschung ist, also ein Edelfake, wie man so schön sagt. So, wenn man nur auf Grundlage eines Edelfakes eine Wahl machen will, kann man natürlich gleich von Anfang an sagen, das hat keinen Zweck. So, da muss man sich überlegen, warum veranstalte ich eine Wahl, wenn ich von Anfang an weiß, dass ich überhaupt keinen Legitimationsübergang habe. Einen Legitimationsübergang habe ich ja nur dann, wenn ich eine gültige Wahl habe. Ja, das ist eine spannende Frage. Aber die Antwort ist einfach. Die Wahl eines Notstandsleiters nach der kaiserlichen Gesetzgebung erfordert kein festgelegtes Wahlverfahren. Das ist das, was dahinter steckt. Und das, was gemacht wird, ist im Prinzip die STAK § 30 einzusetzen, dass im öffentlichen Interesse eine Staatsangehörigkeit festgestellt wurde von Leuten, die eigentlich eine gelbe Armbinde haben mit drei schwarzen Punkten, weil sie kennen keine Staatsangehörigkeit im Sinne des Artikels 116.1 Grundgesetz erkannt haben, weil zumindest in Ostdeutschland oder in Berlin das Grundgesetz in dem Sinne nie in Kraft getreten sein kann, weil dieses Grundgesetz nur in der BRD in Kraft trat. Und bekanntlich gehört ja Berlin nicht zur BRD. Sie haben es zwar sozialen Bundesstaat genannt, damit es nicht gleich jeden auffällt, aber Berlin ist nach wie vor die Hauptstadt des Kaiserreichs, auch wenn der Regierungssitz in Potsdam war. Ja, ist es halt mal so, ne? Wurde eben so ausgefertigt damals. Und solange wie diese Hauptstadt besetzt ist, und das ist ja heute durch die vier Botschafter, deswegen nennen die sich alle außerordentliche bevollmächtigte Botschafter, ist eben dieses Besatzungsstatut in dem Land noch aktiv. Und wenn uns irgendjemand erzählt, die Bundesrepublik wäre souverän, dann ist das einfach eine Lüge, weil im Haushaltsplan regelmäßig die Besatzungskosten gelistet werden. Und Besatzungskosten gibt es immer nur in einem souveränen Staat. So, und wenn ich keinen souveränen Staat habe, habe ich auch keinen Legitimationsübergang für staatliche Handlungen. Und da kann ich weder Beamte benennen, noch kann ich irgendwelche Verfassungsgerichte besetzen, irgendwelche anderen Gerichte auch nicht. Das ist alles nur ja, eine notstandsrechtliche Anordnung. So,
Und wenn das aber eine notstandsrechtliche Anordnung ist, dann müssen sie sich natürlich an die Gesetze des Kaisers halten. Also da dürfen sie nicht Bundesrecht machen. So, wie will ich dann ein Bundeswahlgesetz umsetzen, wenn ein Notstandsleiter nach dem kaiserlichen Wahlrecht verfahren muss? Und sobald das Wahlprozedere vom kaiserlichen Wahlrecht abweicht, nämlich genau in dem Moment, wenn auch Frauen das Wahlrecht haben, ist nun mal leider zu Kaiserszeiten so gewesen. Vermutlich waren die Frauen damals auch nicht so politisch interessiert, keine Ahnung. Jedenfalls ist das kaiserliche Wahlrecht so, dass nur die männlichen Staatsangehörigen wahlberechtigt sind. So, dann können wir sagen, wer hat denn die Staatsangehörigkeit vom Kaiserreich? Ne? Alle, die Bundesstaatenangehörigkeit haben. So, Bundesstaatenangehörigkeit wird nach Rostock bestimmt. Und dazu müssen in der väterlichen Linie der Vorfahren, die männlichen Vorfahren in den Grenzen der Bundesstaaten geboren sein. So, man muss sich überlegen. Bei mir wäre das Sachsen, müssten also meine zwei Vorfahren, alle männlichen Vorfahren, ne? Die müssten alle aus Sachsen kommen. Ja, und dann würde die Frau, die dann angeheiratet ist, würde dann die Staatsangehörigkeit des Mannes haben. So, und da durfte aber nur derjenige wählen, der ein männlich ist und über 26. So. Es gab keine einzige Bundestagswahl, wo das genauso gemacht wird. Also hat es keinen Übergang einer staatlichen Legitimation durch die Bundesregierung gegeben. Das Einzige, was die Bundesregierung macht, ist ein Notstandsleiter, der sich nicht an die kaiserliche Gesetzgebung hält, die für das Notstandsrecht zugrunde gelegt werden muss. Ein Notstandsleiter, der die Kompetenzen der Behandlung eines Notstands überschreitet, begeht Hochverrat. Ob er das will oder nicht, ob ihm das bewusst ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn sich jemand selbst ermächtigt, indem er über die kaiserliche Gesetzgebung drüber wegsteigt und sagt, ja, wir haben jetzt Bundesrepublik und wir haben eine Wiedervereinigung und wir sind jetzt nur Mitglied der Europäischen Union, obwohl das gar nicht stimmt, weil das gar nicht passieren kann, weil erstmal ein Staatsvertrag fehlt. Ja, und die Leute dann irreführt und den Eigentum wegnimmt, in Mitteldeutschland mit dem Chefgesetz durch die Kante steigt und den Leuten das Eigentum an ihren Fahrzeugen abspricht. Das ist nämlich in Mitteldeutschland gar nicht möglich. Wir müssten in Mitteldeutschland andere Fahrzeugpapiere haben als Westdeutschland, immer noch. Weil Mitteldeutschland leider eben noch kein Rechtsnachfolger der Weimarer Republik wurde. Demzufolge auch für die Probleme des Nationalsozialismus der Weimarer Republik auch nicht verantwortlich gemacht werden kann. So, ist so. Ja. In dem Moment, wo der Kaiser weggeputscht worden ist, indem er gesagt hat, entweder du unterschreibst die Abtretungsurkunde oder wir jagen dir eine Kugel im Kopf, kann man ja nicht von einer ordnungsgemäßen Staatsgründung reden. Also das ist zum Zeitpunkt, als der Kaiser beim Volk noch ein sehr hohes Ansehen genoss, nicht möglich, hier von einer ordentlichen Staatsgründung zu reden. Und deswegen hat die Weimarer Republik bis auf den heutigen Tag ein grundlegendes Problem ihrer Legitimation sauber herzuleiten. Geht nicht. So, und alle anderen Rechtsnachfolger ist es genauso. Die haben alle bis jetzt nur auf Lug und Betrug agiert. So, nun ist es natürlich so, dass es würde ja eben auffallen, wenn zum Beispiel in der Schule oder in den Medien die Wahrheit berichtet würde. Also wenn das wirklich allen Leuten so erzählt wird, wie es in der Geschichte wirklich ist. So, und hat also sich unser Besatzer herausgenommen, unsere Geschichte zu fälschen, indem er also Dinge erzählt, die so nie stattgefunden haben. Und erzählt, dass wir ein sozialer Bundesstaat sind und dass wir, weiß ich nicht, auf jeden Fall sagt, dass die Bundesstaaten, dass die nicht mehr gäbe. Auf der anderen Seite berichtet der Bundesverfassungsgericht, dass das Kaiserreich nach wie vor rechtsfähig ist, ja rechtsfähig heißt. Das heißt also, die Bundesstaaten noch existieren, aber die Verwaltung der Bundesstaaten eben nicht existiert, weil die Gemeinde eben diese Melderegister weder pflegt, noch eine gesetzliche Vorschrift erkennt, wonach sie das pflegen müsste. Ne? So, und das stimmt aber nicht. Also das Verwaltungsgericht in Chemnitz hat gesagt, na, es gibt kein Gesetz, wonach die Gemeinde verpflichtet wäre, das Melderegister anhand der gesetzlichen Grundlage zu prüfen. An welcher sollten sie es denn überprüfen? Wenn man den Leuten erzählt, das DAG ist gültig und in allen Meldeämtern sich die Bediensteten vehement weigern, sich wirklich nach der Gesetzgebung zu richten, sondern einfach ihr eigenes Ding machen und dann auch in des Raumes verweisen, wenn man sie einfach nur an die gesetzlichen Grundlagen erinnern will, die eben nun mal zustehen, weil es nun mal die Rechtsgrundlage ist,
Da muss man sich fragen, was das hier für ein Betriebssystem sein soll. Ja? Wenn ich die Anerkennung der Bundesstaatenangehörigkeit mir schon mehrfach beantragt und verlangt habe und sie nicht kriege, weil man eben weiterhin mich knechten und entrechten will, dann kann ich doch nicht von einem Staat reden. Dann ist das einfach nur eine Räuberbande. Was anderes ist es nicht. So. Und da greift das Notstandsrecht. Man muss auch sagen, dass es keine gesetzliche Regelung gibt, wenn der Notstandsleiter behauptet, er hätte die gesetzlichen Grundlagen nicht gekannt. Das ist im Notstandsrecht völlig egal. Der Notstandsleiter haftet privat, unbeschränkt, ohne Privatinsolvenz, für alles, was er tut. So, und zwar bis ins sechste, siebte Glied. Das heißt, es kann also in Erbpachtrecht rein vollstreckt werden, ins sechste, siebte Glied. Also wenn jetzt so zum Beispiel jemand ein Grundstück hat, wobei man sagen muss, er hat es gepachtet. Es gibt ja keinen Eigentumsübergang in den Grenzen von 1914, weil alles Erbpachtrecht ist. Und alles, was dort auf dem Grundstück steht, was derjenige nutzt, kann im Prinzip eingesammelt werden. Ja, dass natürlich dort eine gewisse Grundsicherung dann wieder hergestellt werden muss, ist eine andere Geschichte. Aber Haushof, Kredit und Frau sind dann möglicherweise erstmal weg. Die Frau geht dann irgendwo zu jemandem, der mehr hat. Und da steht mit nichts da. Ja. Das ist ja das, was sie mit jedem machen. Jeder, der hier in der Bundesrepublik seine ehrliche Meinung sagt und auch die Wahrheit vertritt, wird ja hier verfolgt und entrechtet und beraubt an jeder Hausecke. Ist einfach so. So. Und da kann man natürlich nie von einem Rechtsstaat reden. Den haben wir auch nicht, weil das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das nun mal schon so geurteilt hat. Und da geben sie sich auch nicht wirklich Mühe. Das spielt aber dann keine Rolle. Die Handelnden sind Notstandsleiter. Und aufgrund dessen, dass sie Handelnde sind, ob sie jetzt im Bundestag sitzen, ob sie im Landtag sitzen, ob sie in irgendeiner kleinen Gemeindeverwaltung sind, sobald sie sich auf den Stuhl setzen und den Bleistift in der Hand nehmen, sind die Notstandsleiter. So. Und wenn die sich dann nicht an die kaiserliche Gesetzgebung halten, müssen sie mit ihrem Privatvermögen und allem, was da hinten dran hängt, an bürgerlicher Verwandtschaft einstehen. Fertig. So. Und wenn man das den Leuten begreiflich machen will, dann werden sie meist ziemlich eckig und flammen einen voll. Nützt aber nicht. Notstandsrecht ist Notstandsrecht, der Notstandsleiter haftet. So. Auf der anderen Seite erteilen sie Anweisungen, die man zu befolgen hat, wie es zum Beispiel bei UBIX ist und so weiter, dass sie ihnen dann sagen, musst du es bezahlen, sonst gehst du ins Gefängnis, wo das auch wieder Unrecht ist, weil die Bundesrepublik nun mal unterschrieben hat, dass sie das Völkerrecht beachtet. Und im Völkerrecht ist es verboten, das Völkerrecht geht im Grundgesetz in jedem Falle vor. So, das ist die Herleitungskette. Und so trotzdem gemacht. Ne? Ja, so. Wahlbenachrichtigung heißt also, ich habe eine Benachrichtigung, dass eine notstandsrechtliche Wahl stattgefunden hat. Ja, und die sagen uns, das wäre das staatliche Recht, was da gewählt wird. Ja, dann nehme ich doch mal die Wahlbenachrichtigung und lass mir mal die deutsche Staatsangehörigkeit bestätigen. Und der Notstandsleiter das tut. Und das muss er machen, weil sonst entweder fällt seine Wahl auf den Rücken, dann kann ich eine Strafanzeige nach 107 Strafgesetzbuch machen, Wahlfälschung, Wahlbetrug, oder er bestätigt mir die Staatsangehörigkeit nach 116.1. Da bin ich ja gespannt, wie er das machen will. Fakt ist, dass es schon gemacht worden ist. So, genau in dem Moment, wo es gemacht worden ist, wo die Gemeinde im Prinzip das ausgestellt hat, im Besitz der Staatsangehörigkeit nach 116.1, ist in der Nachbesserungspflicht, weil der Notstandsleiter ist dann dafür verantwortlich, dass diese Staatsangehörigkeit bis auf die Bundesstaatenangehörigkeit nachgebessert wird. Ich kann mir da sogar ziemlich Zeit lassen, nämlich dann erst, wenn es anfängt für mich zu brennen, also wenn irgendjemand mir mit einem Vollstreckungszettel um die Ecke kommt, dann kann ich dem Notstandsleiter, der mir nicht die ordentliche Bundesstaatenangehörigkeit verliehen hat, dafür haftbar machen, dass mir dann ein Schaden entstanden ist, auch bei Kürzung von Sozialleistungen und so weiter. Haftet der Melder. Der Leiter der Meldebehörde für alle Rechtsfolgen. Ja, weil derjenige ist der Notstandsleiter bezüglich der Staatsangehörigkeit und auch bezüglich des Melderechts. Dessen Privatkonto darf ich mit einem Pfändungstitel dann mal belassen, sobald das System umgefallen ist. So, da kommen ganz schnell mal ordentliche Summen zusammen. Vor allen Dingen, wenn man als Verwalter einer größeren Organisation eingesetzt wurde, die einen Haufen Technik hatte und einen Haufen historische Dokumente, deren Wert fast unschätzbar ist. Dass du unserem Meldeamtsleiter genau an dem Tag aufs Ohr drücken, wenn BRD-EU zusammengeklappt ist. Genau in dem Moment komme ich um die Ecke mit einem Pfändungstitel vom Revolutionsrat. Ja, hallo, ja, ich habe da noch ein paar mitgebracht. So, ich hätte dann gerne mal meinen Schadenersatz. So, genau das mache ich. So, und das kann nur jeder machen, aber du musst eben erstmal deine
Bundesstaatenangehörigkeit hier organisieren, ne? Damit du nämlich an dem Tag, wo das umfällt, sagen kannst, ey, Jungs, ich gehöre nicht zu den Aufständischen gegen den Kaiser, ich war schon immer dafür. Ich brauche das meine Videos mitnehmen, ne? Da habe ich den besten Beweis, wo ich gestanden habe und was ich gefordert habe. So, und das kann jeder andere auch machen, indem man es unterstützt, zum Beispiel indem man Videotext-Untertitel beisteuert oder gute Bewertung macht oder das teilt oder wie auch immer. Er braucht es nur nachweisen, dass er das Rechtsstaat gewollt hat und gefordert hat, kann sich also an den Organisationsstrukturen beteiligen, was auch immer. Man muss es irgendwann mal nachweisen. Dann werden irgendwann mal sagen, na, du warst doch auch einer von der Weimarer Republik. Du hast doch eher irgendwann im Bundestag mitgewählt und so weiter. Ja, da kannst du sagen, ich habe es nicht anders gewusst, als ich dann wusste, habe ich es anders gemacht. So, ne? Ja. Und das kannst du ja auch offen dokumentieren. Ne? Du guckst an, in welchen Bundesstaat habe ich denn meine Staatsangehörigkeit, und dann nehme ich eben nicht Schwarz-Rot-Gold zum Demonstrieren, sondern dann nehme ich eben die Bundesstaatenflagge. Und damit dokumentiere ich, wo ich stehe. Warum machst du das nicht? So, geht. Jetzt wollen wir mit der Wahlbenachrichtigung die Bestätigung nach 116.1 haben. Da hat die Gemeinde ein Riesenproblem. Wenn sie es nicht macht, wie gesagt, 107 Strafgesetzbuch, Wahlfälschung, weil ungültiges Melderegister ergibt eine ungültige Wahl. Und wenn sie es machen, sind sie in der Nachbesserungspflicht. So, das heißt, wir müssen dann bis auf die gesetzliche Grundlage vom Bundestag die Bundesstaatenangehörigkeit nachbessern. Das ist natürlich eine interessante Sache, wie der Ausweis aussieht. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht, da wird die Verwaltung natürlich nicht dazu bringen können, einen sogenannten Reichsausweis auszustellen, ne, wenn es denn überhaupt so etwas gegeben hat. Weil die damaligen Ausweise waren ziemlich einfach gehalten, da stand einfach nur der Bundesstaat drin. Also in Sachsen stand da Sachsen drin und in Baden stand Baden. Da war nichts für den Freistaat. So, und das könnte man ja mit dem bundesdeutschen Reisepass auch machen. Da hat da hinten Seiten drin und dann machst du einfach einen Stempel rein und da schreibt die Gemeinde rein, deutschlandsrechtliche Anordnung, Staatsangehörigkeit Sachsen. Fertig. So, da war kein neuer Ausweis entstehen, weil die nachgetragenen Blätter berichtigen ja die ersten. So, und da könnte das von mir aus da vorne die Staatsangehörigkeit Deutsch in der Ausweis-Identity-Karte drinnen stehen. Entscheidend ist, was hinten nachgetragen wurde. So, eine einfache Lösung. Und mit diesem Ausweis kann ich natürlich wählen gehen, weil dann kann ich natürlich gucken, ist er männlich, hat er die Staatsangehörigkeit, also klappt die Geschichte. So, und dann kann ich natürlich die Frauen getrennt zählen und auch die Kinder getrennt zählen, also die bundesdeutschen Vorstellungen ausgehenden Wahlbeschäftigten kann ich getrennt auszählen. Und für die Verweserwahl zähle ich eben nur die männlichen. Und wo ist das Problem? Ja, wenn beide das bestätigen, dass sie das wollen, also immer die Gruppe der wirklich Wahlberechtigten vom Staat und die anderen, die aus notstandsrechtlicher Sicht Notstandsleiter wählen, ja, warum? Kann man doch machen. Kann man Verfassungswahlen machen? Kein Problem. So. Man muss aber dann wirklich auch mal prüfen. Ja? Und da würden die ganzen Migranten und auch echte Ausländer in dem Sinne rausfallen. Ja? Während also die Leute, die die Schutzgebiete bewohnen, wahlberechtigt werden. Also müsste man dann bis Ghana und Namibia und was alles noch dazugehört, dort auch Wahlbenachrichtigung austeilen. So, das würde natürlich dazu führen, dass nicht auch dann der letzte Effekt was erlöst ist. Dass man das nicht gemacht hat, heißt, dass die Wahlen seit 1955 alle ungültig sind, weil die Wahlkreisgrenzen nicht mit den staatlichen übereingestimmt haben. So, genau. Und diese Nachbesserungspflicht haben sie zu bringen. Und alles, was davor entschieden worden ist, ne? Also alle Anweisungen, ja, wir spenden hier unter EU-Geld und wir legen den Fonds auf und machen hier, reißen ein Haus weg, das ist alles illegal. Ne? Auch die ganze Vernichtung des Volksvermögens, also die Volksschwimmhallen und die Schulen, dass man die dann ausgeschlachtet hat, oder die öffentlichen Gebäude, die man dann sozusagen ans Ausland verkauft und zurückgemietet hat, das ist alles strafbar, das ist alles Hochverrat. Ja, weil ich bringe eine Institution oder eine Immobilie des Staates unter eine fremde Kontrolle. Genau in dem Moment habe ich Hochverrat begangen. Wie schwerwiegend da ist, muss ein Richter entscheiden, aber eben ein Richter. So, und das ist eben die spannende Aufgabe, wenn der Euro umfällt und die Leute dann wirklich mal ihre Rechte einfordern. So, und damit man davon nicht überrascht wird, kann ich jedem nur empfehlen, kramt eure Wahlbenachrichtigung raus,
macht davon Kopien, dass ihr also immer noch einen Nachweis habt, genug, und tut die an mehreren Orten nur sichern, falls mal irgendwie ein Überfallkommando kommt und euch alles wegnehmen will. Sodass ihr immer einen Nachweis habt. So, dann besorgt euch den Reisepass, auch wenn da jetzt EU vorne draufsteht, das kann man erst mal ignorieren, weil die Europäische Union nun mal hier nur teilweise greift, also zumindest nicht in Mitteldeutschland und Berlin, weil der Kaiser keinen Staatsvertrag mit der Europäischen Union oder mit der Bank, die dieses Parlament beinhaltet, gemacht hat. Also ist es einfach nur eine Zwangsmaßnahme, die uns aufs Ohr gedrückt worden ist. Und da ist es wie beim Raubüberfall, die Bankräuber machen eben so lange die Gesetze, wie eben der Banküberfall läuft. Und wenn dann eine Polizei kommt und die alle eingesammelt hat, dann ist das alles nichtig. Und so müsste auch das Leben. Ja, man muss einfach seine Lebensgrundlage sichern, da habe ich schon erklärt, wie man das machen kann, Selbstständigkeit, wie man es dreht und so weiter. Ja, dass man im Falle eines Falles, es haut das ganze System zusammen, erstmal weiter Einkommen generieren kann, auch wenn das vielleicht dann keine Euros sind, sondern Tauschwaren, ist erstmal egal, aber dass man erstmal existieren kann. So, das sollte man so schnell wie möglich austesten und Erfahrungen sammeln. Dafür haben wir zum Beispiel auch Organisationen gegründet, beispielsweise das Deutsche Notstandshilfe-Netzwerk. Das ist eine Vereinigung, wo also Leute sich gegenseitig helfen und schulen, wie man autark wird. Ne? Wie man im Falle eines Notstandes, oder sei es mal, dass irgendwelche Unrechte begangen werden, wie man sich da helfen und schützen kann gegenseitig. Ne? Und wenn es mit dem Verteilen von Obst oder Hilfe beim Schriftsatz oder Unterbringung von Zeug, wenn es darum geht oder mal was wegfahren, dann muss ich also gegenseitig hilft. Ja, das haben wir zur Verfügung gestellt. Es ist natürlich so, dass die Leitung von Charter und Verfügung immer nur die Gründung macht und die Voraussetzung schafft und das Eigentliche mit Leben füllen, dann durch Mitglieder oder durch Interessierte erfolgen. Weil das können wir nicht alles leisten. Es kann nicht die ganze Organisation an wenigen Leuten hängen bleiben, die eigentlich die strategische Arbeit machen. Ja. Das sage ich immer wieder. Und da werden da viele fragen, warum müssen das nicht fertig, müssen das nicht machen? Es gibt keinen. Und bei uns ist es so, dass es eine Order gibt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich würde gerne in der Sache arbeiten, dann kriegt er einen kleinen Aufgabenbereich. Kümmert sich mal wegen jetzt mal um die Vorbereitung von das und das. Und wenn er das ordentlich gemacht hat, dann gilt die Regelung, du warst treu in dem Kleinen, ich setze dich über viel. Dann kriegt er dann eine erst größere Aufgabe und dann gucken wir auch dann, ob das ordentlich läuft. So, und so kommt jemand auch dazu, dann auch mal Entscheidungen zu treffen, weil er das kann und weil er es ordentlich macht und weil er eine Vertrauensposition sich erarbeitet hat. Und so funktioniert das. Und wenn derjenige dann mal faul wird und eben nichts mehr tut, dann wird er eben durch die Arbeiterregel außer Dienst gestellt und dann wird er jemand anders die Arbeit weitermachen. So, sodass es also immer weiter ging. Und das ging, seit wir gegründet haben, das war also Sommer 78, wo es losging, ne, bis heute, haben wir also auch locker die 30 Jahre überstanden, ohne Ausfälle, sodass wir also nach Sitzungsrecht auch den Kirchenstatus haben. Also wir könnten auch Amtshandlungen machen. Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil es scheint keine Notwendigkeit. Aber im Falle einer Krise könnten wir Dokumente siegeln, wären wir berechtigt dazu, weil nach 30 Jahren stand einer Glaubensgemeinschaft hatten wir das Kirchenrecht erworben. Und ja, das wäre also auch möglich, schon eigentlich seit 30 Jahren, 78, 2008. Ne? Ah, also ist schon eine Weile drüber sogar. Ja, und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wollen wir weitermachen. Und ich kann nur jetzt erstmal darum bitten, dass sich noch mehr Leute in die Arbeit einreihen und dass sich auch einige Leute finden lassen, die Untertiteltexte für diese Videoreihe erstellen und beisteuern. Das gucke ich mir dann an, ob es in Ordnung ist, und dann wird das in einem Originalvideo mit nachgetragen. Das hat einfach den Sinn, damit wir auch in anderen Sprachen, also Russisch, Englisch und ja, in allen interessierten europäischen Sprachen dann die Untertitel anbieten können, weil viele andere interessiert das natürlich auch. Nicht zuletzt auch Frankreich. Man muss sich ja überlegen, wenn das wirklich so stimmt mit dem Ordre Public, ne, und den Deutschen sozusagen die Staatsangehörigkeit entzogen worden ist, dann entzieht es natürlich den Franzosen die auch. Und wenn man sich das anguckt, die neuen Pässe in Frankreich haben die Staatsangehörigkeit französisch. Ja, dann mach mal. Ne, also Marine Le Pen hat ja schon gesagt, dass sobald sie also gewählt wird,
den EU-Austritt vorantreibt und dann auch dann die Rückstellung auf die Nationalstaatlichkeit betreibt. Und es wird wahrscheinlich dann auch zur Kündigung des Ordre-Public-Abkommens mit der Sowjetunion führen, weil auch Frankreich nicht will, dass Deutschland weiter in dieser Abhängigkeit ist. Ist auch eine Frage der Auslandsverschuldung und auch der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ja. Ich meine, ich fahre ja auch lieber in französische Autos als ein amerikanisches. Warum nicht? Warum soll man das nicht machen? Ja, die Normandie und Bretagne, die haben wunderbare Nahrungsmittel. Warum sollen die in Deutschland nicht verkauft werden dürfen? Gibt keinen Grund. Man muss sich ja nur mit einem, den Ärger, den hier Napoleon hier nach Europa eingetragen hat, nur in alle Ewigkeiten fortsetzen. Ja, man kann ja auch mal sagen, das war eben so gewesen, aber jetzt wollen wir also auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Und dann werden die Spanier sagen, nee, da machen wir doch auch mit. So, lasst doch die USA und die anderen Streithähne, lasst doch ihr Ding machen. Wir machen auch mit und ja, und dann wird Griechenland sagen, nein, wir haben auch Erdöl noch vor der Küste. Wir machen auch mit. So. Aber wir bleiben alle Nationalstaaten. Wir machen einfach nur eine gute wirtschaftliche Zusammenarbeit, sodass keiner unter irgendwelchen Lasten steht. Und das ganze amerikanische Bankster-System brauchen wir alles nicht. Wir machen einfach eine Tauschwährung. Das braucht auch nur eine Zahl sein, wo wir also die Leistung untereinander verrechnen. Und dann brauchen wir nicht mal den Euro. Das ist einfach nicht nötig. Ja, das ist ein Konzept, wo man die folgenden Jahre eigentlich alle miteinander dran stricken könnten und wo wir endlich dann auch mal zum Frieden in Mitteleuropa kämpfen. Ja, dann haben wir eben die Außengrenzen in den alten Gebieten, ne? Um von Norwegen runter bis zum Mittelmeer und dann war das dann am Ural wieder hoch. Ne? Das war das alte germanische Stammesgebiet. Ja, und? Die einen sind Polen, die anderen sind Spanier, die anderen sind Franzosen. Es funktioniert. Wenn man das will, funktioniert das. Gar kein Problem. So, und dieses Gebiet kann man ordentlich bewirtschaften. Die einen haben einen fruchtbaren Boden, die anderen haben die Bodenschätze, die anderen haben die großen Flächen, die manchmal für bestimmte Anwendungen nötig sind. Ja, warum denn nicht? Ja. Da stehen Produktionsanlagen, dort stehen Arbeiter. Ja, warum nicht? Baut noch ein paar Werkswohnungen und dann kann das ordentlich bewirtschaftet werden. Man muss es einfach nur machen. Und man muss dann natürlich auch mal die Fruchtfolgen wieder einhalten und die Ruhezeiten. Das kann man da alles regeln. Kein Problem. Die Sommerzeit kann man killen und dann kann man wieder einen ordentlichen Kalender einführen, wie es seit 1000 Jahren war, außer bis zu dem Moment, wo die katholische Kirche hier reinregiert hat. Ja, gut. Also wir machen dann weiter im 15. Teil.